In einem Land und in einer Zeit, wo vieles möglich und doch auch so vieles unmöglich war, gab es die große freundliche Gemeinschaft der Brettspieler, aber auch in dieser heilen Welt gab es ein Thema, welches die Lager oftmals spaltete. Ein Wort und doch so mächtig. Aber bevor wir fortfahren, blicken wir zurück auf das Jetzt und auch heute, als die Hauses ihr Rezept für die Brettspiel-Cake-Aktion machten. Hallo, hier sind die Hausies, Tanja, Thorsten und Familie Enterich. Ja, und dieses Mal, heute, haben wir kein Spiel hier stehen. Heute mal nicht. Nein, wir haben heute nämlich hier aufgrund der Brettspiel-Cake-Aktionen, die seit 2018 ja stattfindet und dieses Jahr ja leider im reellen Leben nicht stattfinden wird. Da die Spielmesse als solches nicht stattfindet, aber immerhin digital, in der Spieldigital 2020. Genau. Deswegen gibt es natürlich jetzt auch hier die Aktion in digitaler Form und wir leisten natürlich auch unseren Beitrag und haben uns überlegt, wir backen eine Kleinigkeit und ja, wir haben uns für klassische Butterplätzchen entschieden. Kennt, glaube ich, so ziemlich jedes Kind. Ja, ist allzeit beliebt und was ich besonders schön finde, man kann natürlich dann mit Ausstechformen besondere Formen natürlich sich überlegen und dekorieren. Und das zeige ich euch hinterher, wie das natürlich dann aussieht, dass das dann auch wirklich für, wie für uns Brettspieler gemacht ist. Ja, was brauchen wir denn für diesen Brettspielcake? Wir brauchen eigentlich nicht viel. Und was wir brauchen, sind klassische Sachen, die wir eigentlich fast meistens schon zu Hause haben. Ja, tatsächlich, bis auf eine Sache hat man, glaube ich, alles da, ne? Genau. Also was wir brauchen, sind auf jeden Fall 250 Gramm Butter. Dann 2 Päckchen Vanillezucker. Ich habe die schon aufgemacht. Dann brauchen wir 175 Gramm Zucker, 300 Gramm Mehl, ein kleines bisschen, also ein Esslöffel mit ein bisschen Milch. Und für die Dekoration zum Schluss das klassische Eigelb und dann eben halt, wenn man möchte, so ein bisschen Schokostreusel, bunte Streusel oder auch ein paar Nüsschen. Genau. Oder wenn man hat, kann man natürlich auch Lebensmittelfarben nehmen. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen. Hallo, was ist los? Technik? Was stimmt Hallo? Den Lampen nicht? Licht? Hallo? Was ist denn jetzt? Ich weiß es nicht. Tanja, wo willst du hin? Wo bist du hin? Ich guck mal eben nach dem Strom, bin sofort wieder da. Ja, aber mach schnell. Was ich bin der große Rosinengott. Und was soll das? Was ist das mit den Zutaten? Hier fehlt etwas. Das Herr der Rosinen, das war nicht ich, das ist Tanja. Das gibt's genügend Beweise auf Twitter. Schaut, ich habe so nicht geschafft, sie unterzujubeln. Hier sind die Rosinen. Willst du sagen, du bist im Team Rosinen? Gewiss, Herr. Und nur gewiss. Tanja ist nicht im Team Rosinen. Ganz gewiss. Sie ist die Böse. Tanja ohne Rosinen und du mit Rosinen. Genau, sie gehört in den Kerker. Okay, dann wollen wir mal schauen, dass wir ihr noch ein paar von den Dingern unterjubeln können. Gewiss, Herr. Gewiss, Herr. Unsere Abmachung. Und wehe, das klappt nicht. Dann komme ich wieder. Gewiss, Herr. Passt auf, dass das auch wirklich passiert. Als Tanja wiederkam, machte Tanja und Thorsten sich natürlich mit sämtlichen Materialien zum Keksebacken und vielen Freunden auf den Weg zur Küche. Hier wurde natürlich erstmal die Butter warm gemacht und der Zucker langsam eingegeben. Dann kam natürlich der Puderzucker noch dazu. Alles wurde schön schaumig aufgerührt und es kam nach und nach Mehl hinzu. Hier und da war natürlich eine Katze dabei, die fast mit verschüttet worden ist, aber es ging alles noch gut. Und als dann war natürlich ruckzuck die Teigmasse fertig, damit sie noch ein bisschen besser zu verarbeiten war, kam noch der kleine Schuss Milch dazu. In der Zeit, Tanja ahnte nichts in der Küche, Thorsten wusste aber Bescheid. Zur gleichen Zeit machte sich eine Horde komischer Gestalten auf den Weg. Ganz leise und heimlich, gängig ihrer Art, transportierten sie eine komische Fracht mit sich, begleitet mit einem Albtraum. Vielleicht war es ein Albtraum für jedermann? Tanja wusste nichts davon. Was hatte Thorsten heimlich beauftragt? Tanja stand nichtsahnend in der Küche
und verteilte Mehl auf der Arbeitsplatte, um dann ihren Teig auszurollen. Natürlich hatte sie viel Hilfe dabei. Eine Schar fröhlicher Katzen saß dabei, als Tanja mit ihrer neuen Form, die sie vor einigen Jahren mal von Thorsten geschenkt bekommen hat, von einer Messe, endlich mal in Gebrauch nahm. Alles schön im Backofen verstaut, bei 175 Grad. Doch was ist jetzt? Da schlich sich doch Thorsten heimlich noch mal in die Küche. Was hat er nur verbrochen? Das war jetzt unsere aufregende kleine Backaktion und es war was los, sage ich euch. Also man hatte so komische Geräusche da gehört. Da war Action in der Bude. Da war Action und das Flackern vorhin. Ich wusste überhaupt nicht, warum ich hier diese Stromprobleme hatte. Also keine Ahnung, was mit dem Lampen ist. Ich auch nicht. Aber es geht schon wieder los. Oh mein Gott, nein. Was ist denn jetzt wieder los? Soll ich schon wieder gucken gehen? Ja, geh du mal bitte schauen. Habe ich nicht gesagt. Aber Rosinen? Meister, schaut doch, Rosinen. Rosinen, ja. Schaut. Wer hat denn hier gewonnen? Ich sehe nur 3 Kekse mit Rosinen. Der Rest ist ohne Rosinen. Das heißt, nicht ganz. Das ist aus wie eine Fastrosine. Das Team ohne Rosinen hat gewonnen. Schande. Shame on you. Schande. So geht aber, das aber, hier aber, nicht. Aber da sind Rosinen drin. Die paar Dinger. Ja. Das zählt. Es ist ein Anfang. Wir werden sehen, wie es beim nächsten Mal aussieht. Dieses Mal mag das Team ohne Rosinen gewonnen haben. Das nächste Mal strengen wir oder du dich besser an. Ja, mein Herr. Also ich weiß nicht, was wir hier immer für Störungen haben. Es tut mir leid. Die Störung ist jetzt wieder weg. Ich weiß nicht, was in der Zeit war. Ich auch nicht. War wohl irgendwelche komischen Leute, die sich bitte was? Erlaubt haben, einen Scherz zu machen. Wir kommen zurück zu unseren Keksen. Also, ja, das ist ein ganz einfaches Rezept, wie ihr gesehen habt. Und leicht nachzumachen, die Zutaten hat man, wie gesagt, zu Hause. Und man kann sie leicht nachmachen. Auf Wunsch auch gerne mit ein paar Handvoll mehr von Ihr wisst schon was. Ihr wisst schon was? Meinst du etwa ja, Rosinen? Nüsse. Nein, Nüsse. Ich sehe da Rosinen. Schokolade. Warum sind da Rosinen? Wie kommen die da rein? Ja, weiß ich nicht. Also Rosinen gehören hier nicht in die Gebäcke. Ich backe nicht mit Rosinen. Ja, ich habe dir nicht groß geholfen, das siehst du doch. Weil Team ohne Rosinen. Wo ist eigentlich mein Rosinenstückchen von heute Morgen? Also Rosinen kommen hier nicht ins Haushalt. Wie kommen die Rosinen in mein Stückchen? Das war unser heutiges Rezept für euch. Ja, die Aktion Brettspielcake, die gibt es, wie ich schon gesagt habe, seit 2018. Mhm. Und ja, wir wollten ja dieses Jahr mitmachen. Jetzt haben wir so mitgemacht und in digitaler Form. Schaut euch auch die anderen Aktionen rund um den Brettspielcake an oder geht auch auf der Website. Ich habe es hier unten mal verlinkt. Und ja, der Spendenlink, der ist natürlich auch aktiv bei PayPal. Und das Ganze ist natürlich, der Erlös wird komplett an Lichtblicke e.V. gehen. Und ja, wenn ihr was Gutes machen wollt, dann wie gesagt, hier ist der Spendenlink. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Und lasst euch schmecken. Das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen viel Spaß beim Brettspielen. Vergesst die Rosinen nicht. Tschüss. Tschüss. Mich. Ha ha ha.
arbeiten. Hallo. Du musst ängstlich sein. Das bin ich. Ich mache dir vor Angst gleich in die Hose. Kannst du da drüben überhaupt was sehen? Ja, ich sehe dich. Shame on you. Shame on you. Schande. Shame on you. Nochmal, jetzt ernst. Ich bin ernst gewesen. Das war ein flehendes Gesicht.